So, hallo, wir machen weiter bei Häschen oder Häschen, wie auch immer man es aussprechen möchte. Es wurde geschrieben vom lieben Süleykan, dass die Musik zu leise ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach live. Ich meine, ich gehe hier einfach mal höher. Und ihr teilt mir mit, ob besser oder nicht. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen höher. Ich weiß halt nicht, ob 35 nicht... Also ich höre sie jetzt sehr laut, also verhältnismäßig laut. Also ich... Aber, ja. Ist sie besser? Wenn sie besser ist, ist okay. Ich sehe es halt so bei OBS, ne? Bei OBS schlägt sie jetzt so weit aus, wie ich auch rede. Aber ich glaube, so laut ist sie nicht, ne? Ich finde es immer ganz cool, also, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass sie vom Ding her okay war, aber ist okay. Wenn sie zu leise war, dann haben wir es jetzt lauter gemacht. Und es ist ja meistens, also ich werde immer nur einen, zwei Parts am Stück schaffen, so, keine Ahnung. Genau. Ich will gleich zwei Sachen richtig stellen. Erstens, die Konfi gibt es noch, zumindest wenn ich es richtig interpretiert habe, was Reggie geschrieben hat. Und ich habe Lux komplett vergessen. Lux ist natürlich auch am Start und es könnte vielleicht sogar eines der Level bisher schon von ihm gewesen sein. I don't know. Aber ich habe ihn... Das ist jetzt aber schon sehr... Also... Boah, ich kann das nicht interpretieren, ne? Weil für mich ist das jetzt tatsächlich gerade ziemlich laut, die Musik. Aber wir lassen es jetzt mal so laufen. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Das Ding ist halt auch, bei ZMZ-Aufnahmen... Oh, ich hätte gern die Feder, dankeschön. Oh, die sieht ja cool aus. Bei ZMZ-Aufnahmen... Gott, ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe echt, man hört mich jetzt. Das kommt mir gerade so laut vor. Bei ZMZ-Aufnahmen... habe ich ja nicht diesen Effekt, den ich sonst bei OBS... Quatsch. Bei Switch-Aufnahmen habe. Dass ich da die Musik so... Na, wenn ich rede, geht die Musik im Hintergrund leise und ansonsten ist die Musik halt schön hörbar. Das habe ich hier nicht. Weiß nicht, ob es da irgendein Plugin gibt, mit dem man das machen könnte bei ZMZ. Aber ich wüsste... Oh mein Gott! Aber ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Das wäre mir jetzt neu. So. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal diesen Part so laufen. Mir persönlich wäre es jetzt vom Hören während des Spielens zu laut, aber wenn es dann dafür das war nicht so klug. Wenn es dann dafür in der Aufnahme passt, ist ja okay. Kann ich einen mitnehmen, so als Schutz? Ah, dann nehme ich doch lieber die Shell mit. Das hat... Okay, wir haben eh den mit Waypoint. Gut, dann setze ich hier mal den State, denn für den Fall, dass ich sterbe, möchte ich ja meine drei... Ich bin dumm. Dingens behalten. Meine drei Münzen. Confi-Coins möchte ich sie nennen. Weil ich finde, Confi-Coins klingt so... Oh mein Gott, oh mein Gott. Denn ich finde, Confi-Coins klingt sehr schön, wollte ich sagen. So, dann können wir jetzt gucken, was hier drin ist. Oh. Ach, ich bin... Also, man kann sie eh von unten anschreien. Ich denk so, ist bestimmt ein Leben drin oder so. Ist voll secret, da mit einer Shell ranzukommen. Man kann sie von unten anspringen. Ja, das, Oh, da unten ist bestimmt eine Confi-Coin. Bruder. Ja, ist auch keine gewisse... Hallöchen. So, okay. Das hat ja gut funktioniert. War dann halt so. Okay, ich krieg hier eh überall ganz viele solche Blöcke. So. Ach, Junge. Warte mal, kann ich hier rein? Okay, nein. Hätte ja noch sein können, dass da vielleicht ein Secret ist. Weil mir fehlt halt noch eine Confi-Coin. Aber die taucht bestimmt noch. Oh mein Gott. Nee, nicht jetzt noch sterben. Ich bin bestimmt gleich... Ja, da ist sie. Oh, die ist gut bewacht.
Aber er hilft mir hier direkt wieder hochzukommen. Hervorragend. Hervorragend, dann haben wir es doch jetzt, oder? Jetzt kann doch gar nicht mehr so viel schief gehen. Yes! Nice. Und das ist jetzt wieder sehr leise. Also das Lied war insgesamt, glaube ich, einfach auch sehr laut. Naja. Ich bin gespannt, wie es in der Aufnahme ist. Gut. Neon Necropolis. Wait. Das Ding ist rot. Das Ding hat einen Secret Exit. Okay, den suchen wir per States. Das ist hundertprozentig eine von den 3 Millionen Röhren, die ich nicht probiert habe. Oh je. Ah, beziehungsweise... Wait. Ich hab da eine Idee. Wir haben ja hier eine Feder, ne? So, die möchte ich jetzt gerne mal behalten. Und warum ist hier unten ein Block? Warum ist hier ein Block? Der hat nichts... Okay, der hat gar nichts zu melden. Kann ich hier fliegen in dem... Ja, ich kann zwar fliegen, aber... Das bringt mir nicht so viel. Okay, aber die kriege ich wieder, die Feder. Warte, kann ich mir doch sogar eine zweite Feder holen, ne? Ja. Komm her. Dann haben wir eine in Reserve. Holen wir gleich noch eine Feder in Reserve. So, also hier ist auf jeden Fall meine Federtankstelle. Okay, ich muss die Röhren durchprobieren. Ich muss alle Röhren durchprobieren. Ich wüsste nicht, wo sonst ein Secret Exit sein kann, wenn es nicht eine Röhre ist. Also, das andere wäre halt gewesen, man kann hochfliegen, ne? Das wäre noch eine Idee gewesen. Aber... Weil das habe ich ja alles ausprobiert, ne? Ja. Es muss eigentlich eine Röhre sein. Okay, das habe ich jetzt auch ausprobiert. Okay, was wäre hier, wenn hier ein Block wäre? Okay. Alles klar. Ja, hätte man sich denken können. Aber ist ein guter Secret Exit. Man muss nicht das ganze Level nochmal spielen. Das ist ja immer so ein typisches Nintendo-Problem, Secret Exits ganz ans Ende von Leveln zu packen und so weiter. Okay, oh, eine Star Road gibt es. Okay. Pandemonium 1. Weevil Underwood. Das ist ein Yu-Gi-Oh! Charakter. Okay. Alles klar. Ich würde aber sagen, es gibt bestimmt mehr Star Road, deswegen werden wir Star Road zum Schluss machen. Gehen wir erstmal normal durch die Level durch. Neon Necropolis. Außer natürlich, man macht eh in jeder Welt genau ein Star Road Level, so als Speziallevel. Ja, wir können nach Neon Necropolis, können wir auch noch durch die Star Road durchgehen. Ah, das ist okay. Ich würde gerne meine Feder behalten, muss ich gestehen. Die erscheint mir hier... Ist... Die erscheint mir hier sehr sinnvoll. Ja, sie, da ist er auch gleich wieder weg. Okay. Oh, das ist nur ein Leben, aber das ist okay. Aber jetzt kann ich ja sogar die Blume holen. Ach so, da wäre noch ein... Oh, ja, okay. Jetzt habe ich hier die Blume. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Und jetzt ist sogar das Leben weg, was ich mir davon geholt hatte. Aber jetzt weiß ich, dass man leichter an das Leben rankommt. Aha. Aber auch wieder lustig, ne? Dass ich das erst gebreakt habe, weil ich... Die Feder behalten wollte. Dann verliere ich die Feder. Dann verliere ich die Blume. Und dann verliere ich sogar das, was mir das Ganze überhaupt gebracht hat. Also. Komplett versagt. So. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt wieder so fachmännisch
simpeln soll über Paletten. Ich finde sie interessant. So. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Jetzt muss ich aber den benutzen. Oh mein Gott. Okay. Nee, muss ich nicht. Ich kann ja da drüber. Oh. Ich spiele einen Quatsch zusammen. Okay, hier aufpassen. Ja, wir holen kurz wieder das Leben. Da komme ich ja easy ran. Warum sollte ich es dann nicht jedes Mal holen? So. Und mit den Münzen, die man zusätzlich einsammelt, bekommt man ja eigentlich sogar nur mehr Leben zusammen. Also eigentlich kann man gar nicht weniger bekommen. So. Und außerdem ist hier ja ein Power-Up. Das würde ich schon gerne mitnehmen. Jetzt nicht in die Lücke fallen. Okay. So. Gut. Ach, Mist. War da drüben eigentlich was? Ja. Eine Münze. Mist. So. Da oben war nichts, ne? Das hatten wir vorhin gecheckt. Und hier bin ich vorhin gestorben, warum auch immer. Was hat mich da gekippt? Bin ich... Wait. Hier ist nicht so gut. Da runterfallen ist nicht so gut. Da runterfallen ist gar nicht so gut. Hier ist die Musik übrigens jetzt wieder normal laut, also das war in dem einen Level nur gerade besonders laut. Aber jetzt ist natürlich dann die Frage, ist sie jetzt in der Aufnahme wieder zu leise? Ja, das ist das Problem, weil selbst wenn du nämlich Testaufnahmen machst, du hast ja Level, die unterschiedlich laut sind. Also du machst dann zwar eine Testaufnahme für halt eine Situation, aber das heißt halt nicht, dass überall die Musik gleich laut ist. Ja, wie auch immer. So. Nee, ich muss hier rüber. Nee, muss ich nicht. Mein Gott. Warte, ich muss doch... Ich wollte schon wieder da hoch. Ich muss doch gar nicht. Jetzt habe ich meinen Pilz deswegen verloren. Ach, es ist doch alles traurig. Bruder, Bruder... Nein, hier unten will ich nicht hin. Oh mein Gott, ich kann hier schon hin. Ich... Okay, da ist ein Block, der wieder hochführt. Hätte ich mir denken können. Hätte ich mir denken können. Aber ja. Naja, weil die andere Option mit der Musik ist ja, ich kann ja die Musik einmal hier in-game sozusagen lauter machen. Aber ich kann ja auch die den gesamten Hintergrund in OBS lauter machen. Also das würde ja auch gehen. Ne? Aber ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, es direkt in ZMZ einzustellen. Genau. Weil vielleicht ist es jetzt dadurch, dass es in OBS vielleicht trotzdem noch leiser eingestellt ist, vielleicht merkt man dadurch nicht mal, dass ich es lauter gestellt habe. Das werden wir alles in der Aufnahme sehen. Denn es kann ja auch sein, dass es in OBS zu leise eingestellt ist. Ja? Ach lol, ich kann ja hier hoch. Aber hier will ich. Also hier ist ja wirklich gar nichts, außer 8 Münzen. Da will ich nicht mehr hin. So, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, mit Pilz hier nach hinten zu kommen. Jetzt werden wir auch diese Stelle mal schaffen. So, da drüben ist nichts, okay. Da ist, was ich möchte. Eine Coin. Warte, wir können da hoch, wir können hier runter. Ah, hier gibt's Power-Up, oder? Ja, sehr gut. Meine Stimme bräuchte auch gerade mal ein Power-Up. Oh, man kann da oben drauf.
Interessant. So, da unten haben wir schon gesehen, da kommt gleich der Midway. Das ist sehr gut. Dann können wir hier wieder unseren Mist, unseren Safe-State setzen. So. Dann ich setze den Safe-State nach der Tür, dann muss ich nicht jedes Mal durch die Tür durch. Aber am besten Fall sterbe ich einfach nicht nochmal. So. Okay. Ich möchte was testen. So. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Also hat man hier irgendwelche Blöcke hingesetzt für den Fall, dass jemand zu blöd ist und das alles kaputt macht? Oder ist man jetzt wirklich... wirklich lost? Jetzt ist man im Prinzip lost, oder? 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 Schon, ne? Also ich werde es zurückspulen, aber ich meine nur... wie kann man sich softlocken? Also bis auf, dass halt die Zeit abläuft, ja, aber... ich meine, aber wer ist auch so blöd und macht da Spinjumps? Trotzdem ist es eine Stelle, die ich glaube... Könnte man eine kleine Hilfe einbauen. Ja, schöner. Kennt noch niemand, hat noch niemand gesehen, diesen lustigen Glitch mit den Treppen, ne? Hat noch niemand gesehen. Musste ich gleich wieder dran denken. Einer der bekanntesten Glitches, glaube ich, überhaupt. So. Aber immer wieder lustig. So. Weniger lustig ist... ah, ich wollte gerade sagen, dass wir schon lange keine Confi-Coin mehr gesammelt haben. Okay. Oh no. Warum Scrolling? Weil das Scrolling wird jetzt bedeuten... ja, Bruder! Ich wollte gerade sagen, das Scrolling wird jetzt bedeuten, dass ich eine Confi-Coin verpasse. Und jetzt weiß ich aber immerhin, wo sie ist. Also jetzt wissen wir, wo die fünfte Coin ist. Das ist gut. Aber die verpasst man beim ersten Mal, wenn man es nicht weiß. Weil ich gar nicht gerafft habe, dass ich die Blöcke so aufdrehen muss. Das habe ich gar nicht gerafft. Ups. Dachte, ich kann die vielleicht so wegnehmen oder irgendwie sowas, aber das waren ja nicht solche blauen Blöcke. Insofern, ich hätte es raffen können, aber ich habe es halt nicht gerafft. So. So, jetzt muss ich hier vorne aufpassen bei dem Kollegen. Okay, sehr schön. So, und jetzt kommen wir auch schon hier wieder hin. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Du machst einen Apfel. Ach so, ich brauche den Tier. Ja, okay, ich kann mit... nein! Okay, das spulen wir kurz zurück. Ich brauche den, entweder den oder hier die Shell. Aber eins von beiden brauche ich, sonst komme ich hier nicht durch. Hier ein Power-Up wäre ganz gut. Na dann nicht. Oh, boah! Okay, der hat mich gut weggesnipert. Das gebe ich ihm, das lasse ich ihm. Das lasse ich ihm. Den gebe ich ihm, den Treffer. Den hat er sich verdient. Den hat er sich verdient. Okay, es wäre gut, wenn wir unsere Power-Ups behalten bis dorthin. Ich glaube, die werden wir da verlieren. Sehr gut. So. Aber wenn man zu blöd ist und das mit Spinjumps hochgeht... es ist... ich finde, es ist eine kritisierbare Stelle. Würdet ihr mir zustimmen, dass man diese Stelle kritisieren darf? So, darf ich diese Stelle kritisieren? Darf sie mir nicht egal sein? Dann wäre ich da sehr zufrieden. Ich muss gar nicht über den drüber springen. Ich bin ja dumm. Ich kann ja hier einfach... lol. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Okay. Mein Gott. Was tue ich? Okay, so.
Alles klar. Und ich muss doch auch ein bisschen, also ein bisschen muss ich ja schon, ne? Wenn ich schon wieder einen SMW-Hack spiele, dann muss ich auch schon ein bisschen klug scheißen dürfen. So. Ich habe halt echt ewig kein SMW mehr gespielt. Ja, das ist... Das ist irgendwie traurig. Das ist irgendwie alles sehr, sehr traurig. So. Jetzt machen wir den mal nicht kaputt. Aber ich muss... Ja, aber ich muss jetzt... Das ist jetzt halt nicht so... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war pures Glück. Holy moly. Holy moly, war das wieder Glück, ey. Aua. Bruder. Okay, Boss. Ei. Okay, und wir haben den hier. Das muss ich jetzt schaffen. Yes. Ohne ein Leben zu verlieren. Puh, okay, sehr schön. Aber ich hätte sonst wahrscheinlich zurückgespult, bin ich ganz ehrlich. Ey, auf jeden Fall anspruchsvolles Level. Gibt es da einen besonderen Text oder ist es der normale Text? Okay, Neon Necropolis, but still no sign of Yosh. Where could he be? Maybe Mayo can see something from something from a top down. Mein Englisch ist... Hat sich nichts geändert. Okay, passt auf. Wir gehen jetzt trotzdem in die Special World. Ich will mir jetzt Weevil Underwood Level angucken. Pandemonium Nummer 1. Also Weevil war ja so ein Insektenspieler. Der hat Insektenkarten gespielt, ne? Deswegen haben wir hier wahrscheinlich auch ein Waldlevel. Jetzt würde mich nur interessieren, sind alle Level in diesem Pandemonium-Ding dann nach Yu-Gi-Oh!-Charakteren benannt oder nach Anime-Charakteren? Ich tue es schon wieder, ich kann die von unten ansprechen. Yosh! Hier ist Yosh! Sehr gut. Wir haben Yosh gefunden. Eigentlich können wir jetzt auch aufhören dann, ne? Nein, wir suchen ja nicht Yosh. Also wir suchen ja... Das ist ja Yoshi und nicht Yosh. Ich weiß das schon. So. Oh, das war... der. Ja, tschüss, Yosh. Yo! Yo! Der hat mich auch mal aus der Luft wieder abgesägt. Ja, ich denke, man kann es abgesägt benennen. Hä, ist der hinter den? Oh, das ist auch cool. Habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass der dahinter geht. Aber nur dann... Warte mal, nur an der Stelle, oder? Ist die Stelle irgendwie anders für Sprites? Hä? Also die Shell? Ist die Shell nicht genauso wie der Pflanzensprite? Wieso geht die nicht nach hinten? Interesting. Na gut. Vielleicht, wenn sie noch sozusagen nicht von Mario getragen wäre. Ach, was weiß ich. Ist ja egal. Fand ich interessant. So, wir wissen jetzt, wo Yoshi ist. Wir hätten gerne einen Yoshi. Oder zwei. Einen unsichtbaren Yoshi hätte ich jetzt auch gefühlt. So. Ach, stimmt. Ich kann ja die ganzen essen. Ich kriege einen Pilz mit der Zeit. So, da ist er auch. Okay, ist es kein Pilz. Das ist eine Wolke. Aber jetzt hätte ich dann doch ganz gern lieber Yoshi wieder. Anstatt der Wolke. Auf die verzichte ich an der Stelle. Ach, weil ich die Dingsgebären gegessen habe. Die
die besonders farbigen. Oh, warte, ich hätte ja mit dem blauen hätte ich ja sogar fliegen können. Oh, das wäre für dieses Level gar nicht so verkehrt. Oh, hier kann ich rein. Lol. Okay. Dann setzen wir hier wieder unseren State, nachdem wir hier hochgekommen sind. So. Lol, hier gibt's auch noch eine Fee. Alter, das Level versorgt mich ja hier mit... nur mit coolen Sachen. Aber wir haben gerade mal... okay, hier muss man groß sein. Oder eine Feder haben. Also das ist ja aber... Das ist ja groß. So. Ja, jedenfalls, wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade mal zwei Dingens, aber dann kam schon... Da unten ist ein Mond. Okay, komme ich? Ja, ich sehe den Weg, den ich gehen muss. Ah, da muss ich wieder von der Seite wahrscheinlich kommen, ne? Okay. Ja, das ist ein bisschen rutschig hier alles. Okay, mit Yoshi-Opferung haben wir den Mond bekommen. Dafür haben wir jetzt kein Yoshi mehr. Und keine Fleder mehr. Das ist alles sehr traurig schon wieder. Aua, jetzt haben wir gar nichts mehr. Außer uns. Wir haben uns noch. Okay. Kommt da was raus? Nein. Okay. Aber wir haben immer noch... okay. Immer wenn ich sage, wir haben keine... nur so und so viel Confi-Coins, kommt die nächste. Finde ich gut. Sollte demnächst erwähnen, dass wir bisher nur 4 Yoshi-Confi-Coins haben. Genau das sollte ich erwähnen. Wir haben nämlich wirklich nur 4 Confi-Coins, also... finde ich krass, dass wir immer noch nur 4 Confi-Coins haben, Hilfe. Bruder. Und da, ja, das ist jetzt nicht so gut. Okay. Huh. Wir haben alles. Jetzt müssen wir nur noch das Level schaffen. Wie schwer kann das denn jetzt noch sein? Bruder. Bruder, die kommt zurück. Yes. Puh! Alter, das ist schon ganz schön hier, ne? Also man wird schon gefordert. Aber schöne Level. So, jetzt geht's hier weiter zu Helfer Hard. Okay, das ist kein Yu-Gi-Oh! Charakter. Gut, aber dann heißt das aber auch, diese Special World ist nur aus Welt 1 zugänglich. Ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und bitte gerne ein...